Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie motiviere ich mich langfristig für eine Sache. Ja? Das werde ich oft gefragt, wie ich das gemacht habe, so lange an meinem Business dran zu bleiben, obwohl ich auch echt viel Niederlage einstecken musste, jetzt endlich die Lorbeeren dafür ernte. Aber es war auf jeden Fall ein harter Weg und ich würde euch gerne da so ein paar Tipps geben, wie ihr eben an der Sache lange dran bleibt. Ob es jetzt Sport ist, das Rauchen aufzugeben, euer Business, ja, was ich eigentlich am meisten hoffe. Und dafür müsst ihr zwei grundlegende Sachen verstehen. Und zwar einmal, dass wir durch zwei Gefühle geleitet werden. Ja, das ist einmal die Freude und einmal der Schmerz. Okay? Das sind beides Emotionen und wie ihr wisst, sind wir ja, also viele Menschen reagieren oder handeln demnach Emotionen. Und da hat Anthony Robbins eine ganz, ganz passende Situation in seinem Buch erklärt, das Robbins Power Prinzip, ist sehr zu empfehlen. Und da erklärt er, wie er während einer Autogrammstunde von einem Kerl angesprochen wird, der ihn fragt, erinnern Sie sich noch an mich? Ja? Und Anthony Robbins hat sich auf Anhieb nicht erinnern können, aber dann mit der Zeit konnte er sich erinnern, hat gemeint, ja, ich habe Sie vor 2 Jahren in New York getroffen, Sie waren auf eines meiner Seminare und ich habe Ihnen dabei geholfen, das Rauchen aufzugeben. Dann meinte er so, ja, das ist zum Teil richtig, wir haben uns dort gesehen, ich war auf Ihrem Seminar, allerdings sind Sie nicht in der Lage oder waren nicht in der Lage, mich davon zu befreien vom Rauchen. Ja, Sie haben versagt, ganz einfach gesagt. Und der erzählt dann, er ist nach 2 Jahren wieder eingeknickt, ins alte Verhaltensmuster zurückgefallen, hat wieder 4 Päckchen am Tag geraucht, etc., etc., ja. So, Anthony Robbins hat sich dann gefragt, erstens, warum ist er eingeknickt und zweitens, warum macht er mich dafür verantwortlich? Ja? Und er ist dann darauf gestoßen und beziehungsweise hat dann herausgefunden, dass einfach die Menschen es sich sehr leicht machen und zwar, indem sie immer einen anderen Sündenbock suchen. Ja, das heißt, sie geben immer die Verantwortung ab und sagen, hey, ich bin gescheitert, ich habe es zwar versucht, aber ich bin gescheitert und nicht wegen mir, sondern wegen dir. Ja, weil du mir falsche Informationen gegeben hast, weil du mich nicht richtig gecoacht hast, du mich nicht richtig konditioniert hast oder was auch immer. Ja. So. Anthony Robbins hat sich dann Gedanken dazu gemacht und dann sein Konzept ein bisschen umgestellt und hat dann was Neues entwickelt. Ja? Das nennt sich neuroassoziative Konditionierung. Ja? Das bedeutet nichts anderes, dass du jedes Ziel, das du hast, mischst du einen positiven Gedanken hinzu, ja? Oder bei. Sprich, du konditionierst dein Gehirn darauf, dass das Ziel, das du erreichen möchtest, nur positive Aspekte mit sich bringt. Ja? Ich zum Beispiel mit meinem Business war früher so, bevor ich selbstständig wurde, Selbstständigkeit, boah, viel zu großes Risiko, ich bin lieber angestellt, habe ich meinen fixen Lohn, da brauche ich mir keine Sorgen machen, ich bin versichert, etc., etc. Allerdings arbeitest du natürlich auch in die Tasche für jemand anderen, ja? Also in die Tasche jemand anderes und bist dann halt dein Leben lang eben auf diesem Niveau. Also du wirst dich, glaube ich, nicht weiterentwickeln. Außer du hast jetzt Aufstiegsmöglichkeiten oder whatever. Jedenfalls war es bei mir so, ich habe nur negative Gedanken mit der Selbstständigkeit verbunden. Ja? Und dann irgendwann, als ich Blut geleckt habe, ganz nicht zufällig, aber durch einen Kumpel, meinen Mentor, immer noch Mentor, da habe ich dann angefangen, positive Gedanken mit der Selbstständigkeit zu verbinden, ja, oder grundsätzlich mit einfach mehr zu tun im Leben, mehr zu arbeiten, eine eigene Sache auf die Beine zu stellen, ja, und das habe ich dann so lange konditioniert, so lange habe ich mir das eingeredet, ja, und du kannst es wirklich einreden nennen, dass es nur positive Aspekte hat, wenn du selbstständig bist, ja, wenn du dein eigenes Ding aufziehst, genau dasselbe mit dem Rauchen oder mit dem Fitness. Anfangs habe ich gedacht, boah, aufstehen, rausgehen, joggen und so, schlechtes Wetter, lieber bleibe ich hier daheim, arbeite weiter, rauche lieber eine Zigarette. Falsch gedacht. Ja. Ich habe angefangen zu joggen, ich habe aufgehört zu rauchen. Und das nur, weil ich positive Gedanken damit verbunden habe, was es mir bringt, Fitness zu betreiben, das Rauchen aufzuhören, etc., etc. Die brauche ich euch jetzt nicht aufzählen. Und so läuft es mit der Motivation, bei mir zumindest. Ja. Wenn ich etwas Neues angehe, dann muss ich aber auch natürlich, ist ganz, ganz wichtig, davon überzeugt sein, dass ich es kann. Denn wenn du nicht überzeugt bist von der Sache oder von deiner Fähigkeit, das zu leisten, dann sabotierst du dich von vornherein. Dich selber, niemanden anderen und du kannst auch niemandem die Schuld dafür geben. Ja? Also, behaltet es im Kopf, positive Gedanken
führen zu positiven Ergebnissen. Ja? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Tipps geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch, beziehungsweise liked das Video. Ich werde das dann auf Facebook auch hochladen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao!